Hallo und herzlich willkommen, liebe Aktienfreunde. Ihr hört es vielleicht an meiner Stimme. Wer schon ein Video von mir gesehen hat, der erkennt, dass die Stimme nicht ganz so ist, wie sie sonst ist. Ich bin ein bisschen angeschlagen, ist aber kein Grund, das Video nicht zu drehen, denn es ist ein wichtiges Thema. Es geht um Qualitätsaktien bewerten leicht gemacht. So bewertest du Qualitätsaktien. Wir gucken uns das am Beispiel an von Apple, Amazon, was haben wir noch? 3M, Facebook und AT&T, weil die Aktie auch sehr beliebt ist. Gucken wir uns das Ganze mal an. Die Bewertung ist insofern ja wichtig, als dass sie die erwartete Rendite beeinflusst. Wenn wir eine Qualitätsaktie holen, also eine Aktie mit langfristig steigendem Gewinn, hier geht ja alles um Qualitätsaktien, um Investments, um langfristige Investments in Unternehmen mit langfristig steigendem Gewinn, um von langfristig steigenden Kursen und gegebenenfalls auch Dividenden zu profitieren. Mein Name übrigens ist Thorsten Tiet und ich bin der Betreiber und Gründer der Seite aktienfinder.net. Und die ganzen Geschichten, die ihr hier seht, die sind fast alles von mir selbst programmiert. Genauso auch wie jetzt das nächste Feature, also diese dynamische Aktienbewertung, ist wie gesagt wichtig, weil wir haben das jetzt oft genug gesehen. 3M war ein gutes Beispiel, aber auch selbst Apple, dass wenn man sich Qualitätsaktien ins Depot holt, wenn die sehr sportlich bewertet sind, vor allem über einmal Investments, dann muss man damit rechnen, kann man damit rechnen, dass in der Schwächephase, sei es, dass der Markt allgemein schwächer, also in der Schwächephase ist, sei es, dass das Unternehmen, die bei den neuesten Quartalszahlen enttäuscht hat, da reicht es ja schon, wenn die hohen Erwartungen einfach nicht erfüllt worden sind. Es kann auch schon eine Punktlandung sein, die ausreicht, dass dann die Aktie gehen oder der Aktienkurs gehen Süden rauscht, dahin, wo der Kurs eigentlich gehört. Laut Fair-Value-Berechnung. Diese dynamische Aktienbewertung, das ist kein Hexenwerk, das ist jetzt ganz anders als eine Discounted-Cashflow-Analyse oder sowas. Das wird ja auch nicht in Excel gemacht, sondern hier, wenn du in Excel eine Bewertung machst, beispielsweise Discounted-Cashflow-Modell, dann hast du ja diverse Parameter, die du dir erst selber aussuchen musst. Und wenn du das nächste Mal das Excel öffnest, dann fragst du dich erstmal, was habe ich da gemacht? Zum ersten und zum zweiten, sind die Parameter denn alle noch aktuell? Weil immer, wenn man da was ändert, kommt natürlich auch entsprechend was anderes raus. Und das Ganze hier ist recht einfach zu bedienen und es ist grafisch hinterlegt und ich denke auch, dass es halbwegs einfach zu verstehen ist. Bevor wir loslegen, mal hier kurz den Risikohinweis eingeblendet. Mit Aktien kannst du Geld verlieren. Das heißt, es gibt solche und solche Aktien. Und selbst wenn du in ein tolles Unternehmen investierst, kann es sein, dass sich das dann nach einigen Jahren als Rohrkrepierer erweist. Wir haben aber dennoch alle Chancen auf unserer Seite und dadurch, dass wir nicht eine Aktie kaufen, sondern mehrere, also diversifizieren, ist es auch gar nicht so schlimm, wenn die ein oder andere mal Aktie mal enttäuscht, weil ich halt rausgerissen von dem ganzen Rest und in unserem Portfolio. Und da muss ich auch sagen, ich habe immer noch keine Glaskugel, ich weiß immer noch nicht, wie die Kurse verlaufen werden in den nächsten Tagen. Ich weiß auch nicht, wann Trump den nächsten Tweet raushaut. Und ich gebe keine Kaufempfehlung ab. Also bitte selbstständig das Ganze zur Inspiration sehen und selbstständig Gedanken machen, ist ja auch euer Geld und nicht meines. So, dann gehen wir mal zur Action. Und ich habe euch schon verraten, um welche Aktien es sich hier handelt. Da ist auch schon Apple drin. Voilà. Und wir gucken uns die Aktie jetzt mal an. Und da ist Apple und die dynamische Aktienbewertung, die versteckt sich hier in dem Tab Bewertung. Es gibt übrigens zwei neue Tabs. Und zwar einmal die dynamische Aktienbewertung hier und dann den Dividendenturbo. Den habe ich jetzt ebenfalls hier integriert. Das heißt, da seht ihr jetzt mal wunderbar, wie sich die Dividende bzw. Dividendenrendite im Zeitverlauf entwickelt und auch riesengroß. Aber das sei nur am Rande erwähnt. Wir bewegen uns jetzt oder beschäftigen uns jetzt mit der dynamischen Aktienbewertung. Am besten erkläre ich das, wenn wir zunächst einfach mal auf die fundamentalen Daten schauen. Und zwar ist das hier Apple. Und ihr seht, dass das Unternehmen unterschiedliche Wachstumsphasen hatte oder beziehungsweise ja doch unterschiedliche Wachstumsphasen. Wir haben hier eine Phase diverser Probleme eher gehabt, sogar von Stagnation Anfang 2000 noch. Das seht ihr hier am KGV und KCV. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Hier seht ihr das. Und dann haben wir noch die Dividendenrendite und dann jeweils das Geschäftsjahr. Ihr seht, dass der Gewinn pro Aktie zum Beispiel sogar mal negativ gewesen ist hier. Apple dann Verlust gemacht.
Und der operative Cashflow mal 2 Cent, 6 Cent, 17 Cent, war hier 17 Cent Anfang 2000, ist nach unten gegangen auf eben 4 Cent, dann auf 2 Cent. Also das Apple hier war eher im Krisenmodus. Und wenn wir eine Aktie bewerten wollen, oder allgemein funktioniert die Aktienbewertung so, dass wir davon ausgehen, dass wir ja hier immer dasselbe Unternehmen vor uns haben. Und dass dasselbe Unternehmen auch mit den gleichen KGV, KCV, mit der gleichen Dividendenrendite eigentlich bewertet sein sollte. Falls es seinen Charakter nicht ändert, falls es seinen Wachstumscharakter nicht ändert, dann meinen wir, dass eigentlich immer das gleiche KGV etc. angebracht sein sollte. Das heißt, wir rechnen das durchschnittliche KGV, das durchschnittliche KCV, und das seht ihr hier, und die durchschnittliche Dividendenrendite aus für einen gewissen Zeitraum, den seht ihr hier. Und dieser Zeitraum, der muss eben repräsentativ für das aktuelle, also oder für den aktuellen Zustand des Unternehmens sein. Das heißt, wenn wir jetzt den Bewertungszeitraum von Anfang 2000 bis Stand heute nehmen würden, dann hätten wir hier jetzt einen Teil, eine Periode drinne, die nicht mehr typisch wäre für das heutige Apple. Weil es damals halt noch, ich sag jetzt mal, das Krisen-Apple gewesen ist, und hier ist dann das Erfolgs-Apple. Das heißt, wir müssen gucken, welcher Zeitraum repräsentativ für das Unternehmen ist. Und das macht man am einfachsten. Also man sieht es auf der einen Seite schon ja relativ einfach grafisch. Hier jetzt vielleicht nicht ganz so gut, weil das alles so niedrig ist, aber normalerweise sieht man es schon ganz gut grafisch. Und hier sind dann auch die durchschnittlichen Multiples, und die helfen. Wenn wir hier sehen, dass das KGV, KCV hier über 100 gewesen ist, und wir aktuell haben wir ein KGV von 15, 18, und dann wissen wir eigentlich, dass diese 100 nicht repräsentativ sind für das heutige Apple. Das weiß übrigens auch ein Algorithmus, oder der findet es heraus, den ich programmiert habe. Ihr seht nämlich hier, dass KGV, KCVs teilweise in den Klammern sind. Das heißt, da hat der Algorithmus festgestellt, dass es sich hier um Ausreißer handelt, und die fließen nicht in die Durchschnittsberechnung ein, sogar dann, wenn ich die Periode so entsprechend auswähle, dass diese Jahre, also in diesem Fall 2002 und 2003, enthalten sind in der Fair-Value-Berechnung, in der Durchschnittsberechnung von KGV, KCV etc., fließen die trotzdem nicht rein, weil sie einfach nicht repräsentativ sind, beziehungsweise weil sie einfach Ausreißer sind. Ja, wie das funktioniert, soll ich sagen, ja. Also ich gucke mir den Median an. Oh, ich zeige euch das jetzt, weil die Frage wird ja sowieso kommen. Glockenkurve, Normalverteilung. Und da haben wir jetzt bestimmt schöne Bilder hier. Nehmen wir mal das da, Mathe-Guru. Keine Angst, das geht jetzt hier nicht um Formeln. Ich will eigentlich nur die Grafik haben. Ja, also hier seht ihr so diese Normalverteilung, und ich suche mir den Median raus. Das heißt, da wo links und rechts genauso viele Punkte, also KGVs zum Beispiel, liegen, und dann rechne ich die Standardabweichung aus für unsere Periode, für die wir den Fernwert quasi bestimmen, oder auf deren Basis wir den Fernwert bestimmen. Und dann erlaube ich Abweichungen von bis maximal 3 Standardabweichungen. Wäre das hier eine, zwei, drei, also dann seht ihr schon, das hier wäre ein Ausreißer. Ich mache es noch größer. Das hier wäre ein Ausreißer, das bisschen hier, und das hier wäre ein Ausreißer. Und alles, was hier drinnen liegt, ist erlaubt. Sieht also ziemlich viel aus, was erlaubt ist, ist auch ziemlich viel erlaubt. Aber das Problem machen ja gerade bei dieser Durchschnittsberechnung die absoluten Ausreißer aus. Wenn ein Unternehmen Gewinn meldet von einem Cent beispielsweise und dann einen Kurs hat von 10, dann ist ein KGV von, ich hoffe, ich sage jetzt keinen Fehler, 1000. Und wenn ich so ein KGV dann in die Durchschnittsberechnung einfließen lasse, dann kommt natürlich Blödsinn raus. Also hier, so funktioniert das Ganze. Dann gehen wir wieder zum Aktienfinder zurück. Wir müssen also den repräsentativen Zeitraum für das Unternehmen finden, und da hilft, wie gesagt, ein Blick hier in die Grafik und ein Blick hier auf die durchschnittliche Bewertung, durchschnittliches KGV, KCV, die Dividendenrendite, jeweils zum Geschäftsjahr berechnet unter Berücksichtigung jedes einzelnen Schlusskurses. So, also heute ist es 18, dann gucken wir hier, mir war 24, dann 13, 15, 12 und so weiter.
Und hier ist es schon 24, ist schon deutlich höher als alle anderen KGVs. Das heißt, ich würde von hier anfangen, also in 2009 und 2008 erstmal noch weglassen. Per Default nehme ich die letzten 10 Jahre, glaube ich, da damit schon mal was ausgewählt ist, aber das wäre jetzt nicht absolut korrekt. Das heißt, wir machen das, dann drücke ich die linke Maustaste und halte quasi den Zeitraum oder markiere den Zeitraum, dann mache ich den hier. Jetzt haben wir also die faire Wertberechnung für diesen Zeitraum hier ausgeübt und die Multiples haben sich geändert. Ich zeige euch das mal. Wenn ich jetzt nur hier den Zeitraum auswähle, dann kommen jetzt ganz andere KGVs etc. raus. Hier seht ihr, Dividende wurde noch gar nicht bezahlt. Also Dividende, durchschnittliche Dividendenrendite ist 0, klar. Und hier seht ihr dann die durchschnittlichen KGVs etc. Gut, also wir hatten gesagt gehabt, 2009, dann machen wir ja den hier. So, das ist die faire Wertberechnung. Jetzt fragt ihr euch, wo sind denn die fairen Werte? Die habe ich nun eingeblendet, weil ich wollte euch erstmal die Basics zeigen, wie so die zugrunde liegende Logik ist. Und am Anfang, also immer den, oder ich würde es so empfehlen jedenfalls, am Anfang immer gucken, welche Periode charakteristisch ist. Und das haben wir jetzt gemacht, dann blende ich das mal weg, aus. Und dann gibt es hier den Kursverlauf. Ja? Da seht ihr den Kursverlauf von Apple. Und jetzt ist natürlich interessant, oder wir machen es noch spannender. Ich blende erstmal die Fernwerte ein. Und da seht ihr, die werden für den ausgewählten Zeitraum berechnet. Also angefangen von 2009 bis ja, Prognose 2021. Und das sind sie. Ihr seht hier, dass der faire Wert Dividende ganz stark steigt. Warum ist das so? Ich blende nochmal die Dividende mit ein. Weil Apple angefangen hat, Dividende zu bezahlen. Die Dividende war am Anfang ganz, ganz niedrig. Und ist dann am Anfang extrem stark gesteigert worden. Deshalb zieht dann auch der faire Wert Dividende entsprechend an. Ihr seht auch, wie sich das schön überdeckt. So, und jetzt ist natürlich das super Interessante zu erfahren, ob diese faire Wertberechnung Sinn macht oder nicht. Und im Prinzip machen wir jetzt eine Art Backtest, indem wir den Kurs anzeigen und einfach schauen, ob der Kurs in der Vergangenheit die fairen Werte, die wir hier haben, respektiert hat oder nicht. Und dann machen wir mal den hier. Und dann seht ihr hier die Kurse und jetzt kann ich auch mal ein bisschen reinzoomen. Und dann seht ihr tatsächlich, dass also der Aktienkurs lag mal über den diversen fairen Werten, mal drunter und dann hier ganz stark drüber, also am 31.08.2018. Und dann ist der Aktienkurs hat nachgegeben. Und zwar genau wieder, bis die fairen Werte mehr oder weniger erreicht wurden. Also ihr seht ja, dass die fairen Werte, die liegen relativ nah meist zusammen beieinander, was ein gutes Zeichen an sich schon ist. Und dann seht ihr, dass der faire Wert quasi wieder erreicht worden ist. Dann ging es wieder nach oben, ging es wieder ein bisschen nach unten, jetzt ging es wieder nach oben. Und aktuell ist die Aktie kostet jetzt 209 Euro, US-Dollar. Und der faire Wert wäre jetzt irgendwo zwischen 170 und je nachdem, welchen Datenpunkt ich hier nehme. Und dann zwischen irgendwo 150 und 160 US-Dollar, also wieder überbewertet. Apropos Datenpunkte, ich zoome nochmal ein bisschen näher ran. Wir haben hier ja auch immer die letzten 12 Monate, beziehungsweise die letzten 4 Quartale, so eher zur Verfügung. Das wäre hier bei Apple jetzt der 30.06. Und dann der nächste Datenpunkt, der wäre schon in der Zukunft, das wäre dann der 30.09. Apple hat ja Geschäftsjahresende zum 30.09. Und das sind quasi schon Prognosen und das hier sind die letzten Ist-Zahlen. Und das ist halt am besten, oder die letzten Ist-Zahlen, es ist der letzte Stand der Wahrheit. Und hier quasi wieder Prognosen drin. Ja, und dann seht ihr, wie sich eben hier der faire Wert und so weiter entwickelt wird, dann Dividende etc. etc. Und hier seht ihr den Kurs, einfach fortgeschrieben, den aktuellen Kurs, um einen Eindruck zu bekommen, ob der faire Wert oder wann der faire Wert erreicht wird. In diesem Fall würde er selbst in 2021 noch nicht erreicht worden sein. Übrigens hier nochmal die durchschnittlichen KGVs, KCVs und die durchschnittliche Dividendenrendite, auf deren Basis eben diese fairen Werte hier berechnet worden sind. So, dann würde ich sagen, wir gehen mal zur nächsten Aktie. Das ist ja auch hier ein Klassiker, den ich immer wieder aus dem Hut zauber, 3M. Und da sind wir schon. Und wir fangen erstmal wieder hier didaktisch an, indem wir hier anzeigen lassen die fundamentalen Daten. Und wir setzen nochmal den Zoom so weit zurück. Und bei 3M, was ich im Prinzip zeigen will, ist, dass auch hier die Aktie ja stark überbewertet gewesen ist. Zuerst müssen wir mal wieder gucken, was hier repräsentativ ist. Wir haben hier KGVs von über 30 mal gehabt. Warum? Weil der Gewinn mal zurückgegangen ist von 2,32 auf 1,79. Aktienkurs ist nicht entsprechend stark gefallen, sodass das KGV relativ hoch war, also nicht repräsentativ.
Momentan haben wir um die 20. Das heißt, und dann hier mal auf 15 runter. Auch 15. Ja, müssen wir mal gucken. Wir können vielleicht, ich will einfach sagen, wir machen mal ab hier ab 2010, oder? Ja, das wird eh keinen großen Unterschied machen. Wir machen mal eine Geschichte. Also die müssen wir auf jeden Fall rauslassen, diese 31. Wir machen mal einen Bewertungszeitraum sehr, sehr lange. Und dann gucken wir uns das gleich mal an, was da rauskommt. Dann haben wir hier die fairen Werte und dann haben wir hier den Kurs. Und was ich zeigen möchte, ist, ihr seht, dass hier der Kurs mal den fairen Wert weit davon gelaufen ist. Und dann ging der Kurs wieder nach unten. Zuerst hier eine kleine Stabilisierungsphase beim fairen Wert der Dividende und dann ging es weiter nach unten zu den fairen Werten Cashflow und Gewinn. Gucken wir uns erstmal an, oder ihr seht, dass die faire Wertdividende relativ weit abweicht zum fairen Wert bezüglich dem Cashflow bzw. Gewinn. Warum ist das so? Das ist so, weil 3M die Dividende, das seht ihr hier, relativ sportlich angefangen hat zu steigern, Anfang 2014. Und vorher war die Steigerungsrate deutlich niedriger. Das heißt, es wurde dann deutlich mehr Dividende bezahlt und wir haben momentan eine Dividendenrendite von 3,5% und liegt halt eindeutig über den Dividendenrenditen, durchschnittlichen Dividendenrenditen der Vergangenheit war hier 2,4%. Und deshalb ist auf Basis eben dieser Vergangenheitswerte, wo es niedrigere Dividenden gab, der Fair Value Dividende relativ hoch. Das würde ein bisschen anders aussehen, wenn man vielleicht einen anderen Zeitraum nehmen, wo hier diese Einser-Form Komma nicht mehr drin sind. Zum Beispiel ab hier. Dann lasst uns mal kurz gucken. 2,1%, dann wird die Dividendenrendite hochgehen von 2,4 wahrscheinlich auf 2,5. Ja, es gibt sich nicht so viel. Also das grundlegende Bild verändert sich ja nicht. Warum nicht? Weil der grundlegende Charakter von 3M, der grundlegende Wachstumscharakter von 3M sich nicht verändert hat. Deshalb ist es eigentlich, macht es keine so großen Unterschiede, sage ich mal, welchen Zeitraum wir nehmen. Nur dieses KGV von 31, das ist halt auffällig, dass es deutlich höher ist als der ganze Rest. Also insofern relativ einfach zu bewerten, so eine Aktie. Und das Ganze, oder was halt wirklich schön ist, jetzt machen wir mal größeren Zeitraum. Es ist also, man sieht halt wirklich anhand der Kursentwicklung die einzelnen Phasen der Überbewertung, der Unterbewertung und man sieht, ob der faire Wert quasi respektiert wird vom Kurs oder eben nicht. Und es ist jetzt nicht so wie bei der Chartanalyse, wo du, ich sage jetzt mal, eigentlich unendlich viele Chartmuster und so weiter hast und am Ende sagst du dann, ja, da ging der Kurs nach unten. Ja, ist ja ganz klar, das eine war jetzt das richtige Signal und die anderen 99 Chartmuster, das waren dann Fehlsignale, ja, Pech gehabt. Also so funktioniert es hier nicht. Das ist relativ einfach, das Ganze. Und wie gesagt, das ist im Prinzip immer ein Aspekttest zu sehen. Was wirklich interessiert, das ist ja Gegenwart bis Zukunft. Und das hier ist dann wirklich, um zu plausibilisieren, ob unsere faire Value-Berechnungen Sinn machen. Gucken wir uns mal Amazon an kurz. Und da machen wir jetzt auch immer hier die Fernwerte und so weiter raus. Wir machen es immer ganz spannend, indem wir erstmal hier die operativen Zahlen einblenden, also Gewinn aus fundamentalen Zahlen einblenden. Das hier ist so ähnlich wie Apple am Anfang. Da hat Amazon sogar noch Verlust gemacht. Aber Amazon hat relativ lang Verlust gemacht, was den bilanzierten Gewinn angeht. Und ja, bei Amazon hat sich herumgesprochen, dass man da für die Bewertung den Gewinn nicht heranziehen sollte. Und wir sehen einfach hier auch nochmal warum, weil das KGV ist jenseits von Gut und Böse und es ist absolut unzuverlässig. Also das ändert sich sehr stark von Geschäftsjahr zu Geschäftsjahr. Hier haben wir überhaupt keins. Und dann haben wir hier 470, dann mal 30, dann 80, dann irgendwas um die 50 eine Zeit lang. Dann haben wir wieder hier über 100, über 500, 380. 200 und so weiter. Das heißt, damit kann man nicht arbeiten. Deshalb kann man ihn ausblenden. Womit man aber arbeiten kann, das ist der operative Cashflow. Und da müssen wir jetzt einfach mal rausfinden, im operativen Cashflow, wo der repräsentative Zeitraum ist. Momentan haben wir ein KCV von ungefähr 26, immer wieder 20.
Und hier ist mal 11, das ist also deutlich niedriger als momentan. Dann haben wir ja 18, dann würde ich sagen, fangen wir ab hier an. Nehmen wir dann den Zeitraum. Dividende gibt es nicht, also wir haben nur den operativen Cashflow für die Bewertung. Dann blenden wir auch nur den ein. Und dann seht ihr den fairen Wert. Das ist kein Zufall, dass es genauso liegt wie der operative Cashflow selbst. Und jetzt hier den Kurs, ne, das ist natürlich wieder spannend. Und dann könnt ihr, meine ich, eigentlich schon sehen, dass der Kurs und der faire Wert, dass die hier doch sehr nah aneinander liegen und dass erst seit relativ kurzem, also Ende 2017, Amazon dann ganz schön angezogen hat. War bis 2000 Dollar, wobei der faire Wert irgendwo bei 1400 war, also deutlich Überbewertung. Ich zoome jetzt nochmal rein. Hier also sportlich bewertet und dann entsprechend kam dann die Aktie auch wieder zurück, hier ganz nah an den fairen Wert, zu den 1400 Dollar. Und dann ist wieder ein bisschen gestiegen und dann hier haben wir jetzt mehr oder weniger wieder eine Punktlandung zum fairen Wert, zumindest wenn man der Extra- oder Interpolation glauben darf. Insofern Amazon fair bewertet. Und was haben wir zu erwarten? Wir haben zu erwarten, ja, weiterhin steigende operative Cashflows hier und entsprechend wird dann die Aktie immer mehr wert. Das heißt dann hier, zum Ende diesen Geschäftsjahr, also 2019, Dezember, wäre dann schon die Aktie fair bewertet bei 2000. Und dann hier bei 2,5 und dann schon bei knapp 3000 2021. Ja, also insofern aus der Sicht Amazon überhaupt nicht überbewertet, sondern fair bewertet. Was haben wir noch? Boah, Facebook habe ich mir noch aufgeschrieben. Das lassen wir jetzt mal weg. Wir machen nochmal noch Amazon, sonst wird das Video einfach zu lang. Und hier AT&T und hier machen wir die ganzen Bewertungen weg. Kurs weg und dann gucken wir uns mal wieder hier so das Ganze an. Seit dem Jahr 2000. Dividende blende ich auch mal kurz aus, dass wir uns besser auf den Gewinn auch konzentrieren können. Ihr seht, dass der Gewinn im Prinzip überhaupt nicht gesteigert wird in den ganzen Jahren. Und das KGV ist momentan bei 14, aber bei über 20, dann 13, 9, 8, 44,5 hat er mein Algorithmus dann als Ausreißer markiert, sodass es nicht in die Berechnung reinfließt. Warum 44,5? Weil der Gewinn hier, der bilanzierte Gewinn nach unten gegangen ist. Und dann ist das KGV nach oben geschnellt. 27, 10, also ihr seht, sehr unzuverlässig. 28, 14 halbiert sich dann wieder im nächsten Jahr ist. Und wenn man so eine Zeitreihe hat, dann macht es eigentlich wenig Sinn mit dem Fair Value Berechnung. Das werdet ihr auch gleich sehen. Bleibt aber noch so der operative Cashflow momentan bei 5. Da war es noch 10, dann hier 7, 6, 7, 6, 7, 7, 6. Hier mal 4 nur. 5, 6, 6. Könnte also schon eher hinkommen. Und dann natürlich die Dividendenrendite, ganz klar. Bin ich jetzt mal wieder ein. Das ist ja der Grund, warum man AT&T kauft, die sich relativ konstant entwickelt. Also leicht abgeflachtes Dividendenwachstum, aber ist okay soweit. 5,8% momentan und da gab es mal nur 2,6%, aber schon ab hier 5,3% lag es dann irgendwo von da, wie bei heute. Hier nochmal Sonderdividende. Dann kurz müssen wir mal gucken, was suchen wir denn aus für einen Zeitraum. Ich würde mal ab hier nehmen, mit den 5,3%. Also das ist ein relativ langer Zeitraum, dass wir auch viel sehen können bei der Bewertung dann. Das wäre also der Bewertungszeitraum. Ich sehe dann ja auch die durchschnittliche Dividende 5,3%. Momentan 5,8%. Das heißt, dann ist AT&T schon unterbewertet, basierend auf der Dividende. Blenden wir das Ganze hier aus. Blenden dann hier mal den fairen Wert nach dem KGV ein, KCV ein. Das seht ihr schon, dass das Ganze ja hier relativ wild scheint. Auf der anderen Seite sind es 10 Dollar hier. Fairer Wert Dividende. Entwickelt sich relativ gleichmäßig, weil die Dividende sich relativ gleichmäßig entwickelt. Und dann nochmal den Kurs daneben legen. Und da seht ihr, dass relativ deutliche Überbewertung, aber auch Unterbewertung da waren. Also allgemein kann man schon sagen, dass die fairen Werte hier, die beiden, die schon respektiert werden, weil der Aktienkurs immer um diese fairen Werte schwankt, aber relativ stark nach oben und relativ stark nach unten. Ist natürlich schön zu wissen, dass wenn man jetzt zum Beispiel in 2006 oder 2007 gewesen wäre und die Aktie hätte jetzt 42 Dollar gekostet, dann hätte man vielleicht gedacht, oh, das ist ja günstig, weil kurz vorher war die Aktie nur 48 Dollar wert
Und jetzt ist er immer noch, liegt immer noch 6 US-Dollar drunter. Aber wenn man sich dann hier den Verwert angeschaut hätte, dann hätte man gesehen, okay, liegt zwar, also der Aktienkurs ist zwar gesunken aus der Sicht, aber eigentlich, was den Verwert angeht, ist die Aktie überbewertet. Und so kam es dann auch, dann ist die Aktie nach unten, dann war die hier, hat man sich überlegt, vielleicht ist die Aktie jetzt ein Kauf, oder ist sie kein Kauf, geht sie noch weiter nach unten. Wenn hier den fairen Wert gab, dann haben wir gesagt, okay, die uns unterbewertet, dann heißt es nicht gleich, dass die am nächsten Tag nach oben zieht. Man sieht dann auch hier, dass es eine Schwächephase gab, die hat dann ganz schön lange gedauert. Also hier bis zum 30.06.2010, also erstmal 1,5 Jahre, da hat man überhaupt keine Kursgewinne mit AT&T gemacht. Dann aber irgendwann ging es wieder nach oben, in die Überbewertung rein und relativ lange am fairen Wert, dann wieder Überbewertung hier. 2017, Anfang 2017. Und dann wieder hier die Untertreibung. Und jetzt geht es wieder nach oben. Ist immer noch leicht unterbewertet. Wenn wir den fairen Wert vom Gewinn, basiert auf dem Gewinn einblenden, dann sehen wir, dass das ziemlich tohuwabohu, dass es keinen Sinn macht, wenn ich den Gewinn hier fundamental einblende. Dann seht ihr auch mal warum. Weil der Gewinn halt unvorhersehbar schwankt, der bilanzierte. Das heißt, das kann man einfach nicht nehmen. So, jetzt habe ich euch mal ein paar Aktien gezeigt, wie ihr das bewerten könnt, das Ganze. Und das war jetzt was Neues, das habe ich in den letzten Tagen quasi programmiert. Ich hoffe, es gefällt euch. Ich denke, das ist ein nützliches Feature. Kann man auch kombinieren mit dem Dividendenturbo beispielsweise. Ja, würde ich sagen, einfach ausprobieren. Und vielleicht mal ein Hinweis, wenn ihr das komplett ausprobieren wollt, also mit allen Aktien, 66 Aktien haben wir momentan. Dann, ich zeige das mal nochmal. Dann könnt ihr ja hier eine Vollmitgliedschaft abstauben. Hier, Online-Broker. Und da steht es nochmal. Da kriegt ihr dann 90 Tage Vollmitgliedschaft im Aktienfinder. Nochmal oben drauf zu den Aktionen vom Broker. Falls ihr jetzt halt noch ein Depot sucht, möchte ich euch das Angebot nicht vorenthalten. Es gibt vielleicht, also ich sage es nur noch kurz der Vollständigkeit halber. Es gibt hier noch die ältere Fair Value Berechnung, die immer fest auf 10 Jahre geht, die bleibt uns erhalten. Die wird ja unter anderem benutzt, um eine grobe Ersteinschätzung zu kriegen, ob die Aktie über- oder unterbewertet ist. Und die wird ja auch im Screener-Bereich angezeigt. Und das halte ich durch nach wie vor für sinnvoll. Und deshalb bleibt uns das auch erhalten. So, Fazit: Bewertung ist wichtig, aber Leute, versteift euch nicht komplett auf die Bewertung. Guckt immer zuallererst, ob es eine Qualitätsaktie ist, ob es eine Aktie ist mit langfristig steigendem Gewinn oder nicht. Und falls ihr da irgendwas habt, eine Aktie, die eben fundamental nicht überzeugt, dann könnt ihr die im Regelfall in diesem Verfahren auch nicht bewerten, weil die Gewinne dann unvorhersehbar schwanken. Das ist dann so wie bei AT&T sieht es dann aus, nur wahrscheinlich auch für den Cashflow und auch für die Dividende, wenn die mal weggekürzt wird. Da macht diese Art der Fair-Value-Berechnung keinen Sinn. Da müsstet ihr dann was anderes euch aussuchen, aber dafür ist der Aktienfinder prinzipiell auch nicht gemacht. Okay, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Nächstes Video geht es wieder ums Starterdepot. Ciao!